Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Long Dark. Und ja, wir haben das letzte Mal hier aufgehört, wollten ja eigentlich die Kirche marschieren. Gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Das Problem ist halt. Ja. Ich weiß halt noch nicht, wie wir es machen und wie es geht allgemein, dass wir da. Ich weiß ja nicht, ob man da querfeld einkommt. Also ich meine, die Landschaft ist ja, ne, so super schön mit Wasserfall. Ich weiß noch nicht, ob wir hätten eventuell an der Kirche gucken sollen. Ach, an der Kirche, an der Tanke, ob da vielleicht noch in den Autos was zu holen gewesen wäre. Ist, man hört hier nur noch die Wölfe heulen. Kofferraum ist zu, hervorragend. Bisschen doof, aber sonst. Obwohl die Kirche ist anscheinend gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Können wir hier gleich mal schauen. Vielleicht finden wir dort was. Eigentlich um dort kommen müssten wir eigentlich komplett weiter rumlaufen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist jetzt. That'll come in handy. Wow, ich hab mal was gefunden. Hier vorne sind noch zwei, okay. Noch eine Magnesiumpackel und noch eine Magnesiumpackel. Ja, wollt's jetzt nachher mit denen gehen oder was? So, Mitteilung des Priesters. Liebe Gemeindemitglieder, ich muss Sie schweren Herzens informieren, dass die Erzdiözese beschlossen hat, mich aufgrund mangelnder Aktivitäten von der Gemeinde St. Christopher zurückzubeordern. Obwohl unsere Gemeinde in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, werde ich Ihr Engagement für die Kirche und Ihre Unterstützung meiner Bemühungen in freundlicher Erinnerung halten. Ab sofort sind die Gottesdienste nur noch über Skype zugänglich. Auch unsere Lateinlektionen werden fortgesetzt. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung. Möge Gott mit Ihnen sein, Pater Francis McGill. Okay, ja. Ansonsten gibt es hier gerade nicht wirklich viel zu tun. Ich könnte hier ein Lagerfeuer aufschlagen. Obwohl, da wäre auch ein Bett. Ich könnte eigentlich vielleicht sogar heute Nacht hier überwintern, wollte ich sagen. Übernachten und dann vielleicht morgen weitergehen. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Eigentlich sollte ja hier auch irgendwo weg sein, ne? Was hier?
Problem ist, dass ich halt hier gar nicht finde irgendwie. Oder besser gesagt, man nicht mal irgendwie was schießen könnte, um Fleisch zu bekommen. Rennt aber auch schon dran vorbei. Und dieses hier sein soll. Das läuft hier hervorragend. Also wir laufen schon wieder irgendwie rund um die Dinger dran vorbei. Drücke J für weitere Informationen. It's dusk, so night can't be far behind. Here it is. This'll keep the lamp burning. Kurz jetzt schauen, ob wir hier irgendwas finden. Genau. Es wird jetzt natürlich ein bisschen was kälter, ja. Doch dunkler. Doppelpapier. Ah, ja. Feuer an. So, dann hoffen wir, dass wir das hinkriegen. I could eat anything right now. Alles dafür da. Ja. That did it. Wir werden auch mal die Nacht hier verbringen. I wonder if I can drop any of this gear. Brennstoff hinzufügen. Thank you.
Hier ist leider gar nichts. Nein, Fackel nehmen. Ich wollte Brennstoff hinzufügen. Lassen wir das Ding jetzt hier mal. Was ist das? Sehr schön. Kräutertee.
besser wieder zusammenkriegen. Nochmal gucken hier ein wenig. Wir haben 3,28 Liter Wasser, Tee und Kaffee. Dann müssen wir jetzt gleich gucken. Ich habe keine Fackel mehr, wo ist die denn? So, da ist irgendwie. So, inwieweit ist jetzt gleich das Wasser hier schon mal fertig. Braucht es noch fast eine Stunde. Wenn wir das fertig haben, werden wir uns auch mal hinlegen für die restlichen, keine Ahnung, 6 Stunden oder was es dann noch ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt das Wasser, okay. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich nehme es jetzt einfach mal, weil... Ich will ja jetzt hier eigentlich Kaffee herstellen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das mit dem Kaffee klappt und dass wir dann nachher genug zu trinken haben und auch warmes zu trinken haben, was uns dann warm hält. Ich weiß zwar nicht, wie, wenn man das hier so sieht, der Tee und der Kaffee anscheinend heiß bleibt oder so, keine Ahnung.
Aber das werden wir dann ja sehen. So, 36 Wochen, ne, Besiedepunkt. Das da ist noch 4 Minuten Grabpunkt. Und dann werden wir auf jeden Fall mal schauen jetzt hier. Und das jetzt noch irgendwie hinkriegen. Weil ich würde sagen, wir laufen dann auf jeden Fall gleich noch bis hinten zu dieser Brücke weiter. Damit wir das dann nämlich wirklich noch kriegen. Mann, was wollte ich denn jetzt? Wasser sauber, das ist sehr schön. 3 Minuten bis Garpunkt. Und den Garen. Kaffee. Aha. 16 Minuten. Wenn wir uns gleich für 6 Stunden erstmal hinlegen, würde ich sagen. Das ja eventuell auch funktionieren. Deswegen könnte ich gerade das hier mal. Könnt ihr die eigentlich mal reparieren, hier die Mütze? Der letzte. Ah. Ich. Ah, keine Ahnung. Das da wäre was. Hallo, okay, dann mal. Hier. Legen wir auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall. Ich mache den Fall. Hose nehmen. Wieder. Den Kochtopf nehmen. Auch wieder. Diesen. Da wollte ich. Wir dann noch weiter schlafen können ein bisschen oder oh shit. Okay. Ja. Feuer anmachen. Geld brennen. Keine Ahnung was. Zurück. Inventar, ich brauche Aktion. So. Ich habe kein Holz mehr, das war das Problem. Super. Ritt. Jetzt müsste das gehen. Schön. Schneller.
3 Stunden. Wobei, auch Gesangbuch. Spalte Latein, okay. Ja. Ne, brauche ich wirklich so. Problem ist, wir sind vor Sonnenaufgang, glaube ich, klar. Ich würde sagen, verlasst einfach mal die Kirche in der Ordnung. Dass wir jetzt nicht direkt erfrieren. So, wenn ich es ewig schneller gerade. Uiuiui. Die ich gestern übersehen habe. Die Regel. Das Problem dort draußen ist der Sturm. Wüte draußen. Also man hört's. I would drink almost anything about now. Werden wir jetzt mal schauen. So, wir nehmen auf jeden Fall mal einen heißen Kaffee, der anscheinend heiß ist oder so, keine Ahnung. Ein makloser Schokoriegel. Nur hoffen, dass mal langsam jetzt der Sturm aufhört. Keine Ahnung, warum der ausgerechnet jetzt kommen musste. Denn eigentlich würde ich gern weiter. Wach, es ist warm und sogar unsere Energie ist jetzt auf 100%. Gucken wir mal, dass es bei Gelegenheit wohl bleibt.
müsste jetzt, wenn alles gut läuft, sogar letzte Mal sein. Machen wir uns jetzt auf den Weg. Aber das auch erst in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, wir sind schon längst überfällig, sind schon über die 30 Minuten hinweg. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Abonniert die Glocke, Glocke. Und dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück to the long dark. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Falli.